Wir buddeln einfach irgendwo nach Kassen. Und dann kaufen wir einfach das ein, was da draufsteht. Kassenkarton. Muss ich den essen? Wattestäbchen. Ja, muss er essen. Es ist halt eine ganz eklige Mischung, ne? Weil man muss ja alles zusammen essen. Bah! Bah! Das letzte bisschen! Achso, ja. Hat man auch mitgezogen. Ja, so ein bisschen so im Duett. So, kenne mal Dubs. Ja, so. Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Challenge. Und zwar haben wir beide ein bisschen Hüngerle. Hüngerle? Hüngerle. Inzwischen wird einfach alles mit Ü ausgesprochen. Wir üben Hüngerle. Wir üben ein Hüngerle. Ja. Blüte. Und deshalb... Ja, okay, das war eigentlich ein Spaß, ne? Wir wollten jetzt nicht übertreiben. Und deshalb haben wir uns was überlegt, wie wir jetzt essen. An Essen kommen. Also wir könnten natürlich normal was uns kaufen. Ja, aber das machen normale Leute, die vernünftig sind und nicht nur Quatsch in der Birne haben. Ja, blöderweise haben wir das aber. Und deshalb... Was haben wir uns überlegt, René? Wir haben uns überlegt, dass wir jemand anderes dafür entscheiden lassen, was wir an Essen holen. Jemanden, den wir nicht kennen. Genau. Das heißt, wir fragen einfach nicht auf der Straße Leute, hey, was möchtest du, was ich esse, sondern wir buddeln einfach irgendwo nach Kassenbons. Ja. Und gucken, zwar, was auch so gekauft wurde. Ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr irgendwo einkaufen geht und ihr wollt den Einkaufswagen holen, dann hängt da immer so der Kassenbon vom vorherigen. Ja, einer wäre ja noch schön. Aber die Realität ist eher, dass 10 Leute vor dir schon gesagt haben, oh, boah, pff, rein damit. Und ach, da liegt ja schon einer, aber pff, rein damit. Ja, und da liegen doch eher so viele. Ja. Und wir werden jetzt gleich mal schauen, was auf diesem Kassenbon so draufsteht. Also wir gehen jetzt gleich rüber zum Marktkauf. Das ist ja direkt bei uns hier um die Ecke. Mhm. Und dann kaufen wir einfach das ein, was da draufsteht. Ja. Also wir dürfen nur Sachen kaufen, die da draufstehen. Genau. Und wenn wir halt nicht erkennen, was da draufsteht, dann können wir es halt auch nicht kaufen. Und man muss wirklich alles kaufen. Man darf sich keine Rosinen rauspicken. Ja. Ich darf jetzt nicht sagen, ja, die Pommes, die nehme ich, aber... Die Gewürzgurken nicht. Die Möhren nehme ich nicht, genau. Ja. Nee, alles. Wir holen alles, was da draufsteht und dann schnappern wir das weg. Alles. Dann wird's weggeschnappfallen. Schnappfallen. Komm, ich hab Hunger jetzt. Let's go! Hunger. So, wir sind jetzt schon mal hier. Ich glaube, wir haben eine große Auswahl. Also, wir haben hier auf jeden Fall genug Zettel. Ich würde sagen, wir hier weg. Ja, raus. Also, es liegen hier tatsächlich relativ viele Einkaufs. Oh, ach, das ist weggekickt. So, das ging besser. Aber du hast hier gerade schon zwei gegrabbelt. Also, ja, zwei genau. Dürfen wir uns rabbeln. Also, ich sag dir, da zwei sind da auf jeden Fall noch. Da hast du eine Chance. Oder ich will nicht aus dem gleichen Wagen wie du nehmen, das ist irgendwie ja, traurig. Dann, also da sind welche, aber die sind da so unten drunter, da muss ich ja, das ist jetzt schwierig. Ja. Dann hier noch welche. Oh, warte, ich nehme die. Also wir haben jetzt beide unsere Einkaufszettelchen. Aber es wird halt schon eine schwere Entscheidung, welchen Zettel wir gleich nehmen, ne? Ja, das stimmt wohl. Ich hoffe, ich habe jetzt hier etwas Ordentliches. Ich hoffe, ich auch. Ich hoffe, ich habe einfach keine... Stell dir mal vor, da wäre so ein Zettel nur mit ganz vielen, also ich mag ja zum Beispiel keine Säfte. Ja. So Karottensaft, Möhrensaft. Stell dir mal vor, das wäre so ein Zettel nur mit so Säften. Ja, das kann. Aber das ist jetzt auch die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand wirklich das trinkt. Ja, das passiert also, halt glaube ich schon selten. Ich glaube ja an den gesunden Menschenverstand. Du bist schon mutig. Und da gehe ich jetzt mal davon aus, dass jemand schon vernünftige Sachen kauft. Na gut. We're back. So, wir ihr habt gesehen, wir haben unsere Beute geschnappt. Ja. Und wir haben uns beide ja zwei gegrabbelt, ohne jetzt großartig drauf zu gucken. Wir haben gesagt, wir gucken jetzt erstmal hier drin und überprüfen das, was da so drauf steht. Und wir dürfen uns nur einen aussuchen. Ja. Eigentlich jetzt, ne? Boah, mir fällt gerade mal auf, ich hätte besser mal vorher drauf gucken sollen, was ich mir da so rausgegrabbelt habe. Sollen wir einfach mal alle vorlesen? Ich hab einfach, es hat halt geregnet, also es hat ja. So voll kalt und es ist so nass, so nieselig. Ja, Moment, aber Regen, das wäre uns jetzt noch egal. Aber die andere Tatsache ist, dass wir da mit einer Kamera rumlaufen vor dem Marktkauf, wo tausend andere Leute sind und sie sagen so, jo Leute, wir krabbeln uns da jetzt einen Kassenbon raus und kaufen das Essen, was auf dem Kassenbon draufsteht und essen das dann. Das könnte ein paar Fragen aufwerfen. Aber wir sollten jetzt mal vorlesen, was wir so alles rausgekrabbelt haben. Also, okay. Ich leg mal los. Ja. Kassenbon Nummer 1. Hart. Chips, gut. Pringles, gut. Ketchup, naja. Haribo-Krokodile, nicht gut. Also, ihr wisst, ich mag das nicht. Hitch-Drachenzunge, nein. Hitch-Spinnen bei, ich weiß nicht, was das ist. Wahrscheinlich irgendwelche Süßigkeiten-Spinnen oder so, nein. Oh mein Gott, das ist einfach dein Einkaufszettel. René mag keine Süßigkeiten. Aus der Hölle, wirklich. Haribo-Pasta, wirklich. René mag einfach. Jeden das eine. Dir den Arbeitskopf, wo nur 10 Gramm drauf. Das blind rauskrabbeln, das hat sich jetzt auf jeden Fall nicht bezahlt gemacht.
Also Chips sind ganz okay, aber wir müssen ja alles essen, ist das Problem. Ich muss hier nur einkaufen, vielleicht ist der andere ja besser. Ja, okay. Also, der andere Kassenzettel beginnt mit Kassenkarton. Muss ich den essen? Ja. Nein. Haferflocken. Das klingt doch eigentlich schon ganz gut. Ja, ich hoffe dann mal, dass jetzt noch Milch kommt, ne? Remoulade. Kommt halt auch stark drauf an. Remoulade pur, nicht geil. Taschentücher. Wollte ich jetzt eigentlich auch nicht essen. Joghurt. Gerne, sehr gerne. Tomaten. Ich glaube, Tomatenmix ist das. E-Tom-Mix. Ein Liter. Oder ist das Tomatensaft? Weil ein Liter ist ja eher Getränk. Nein. Vollkorn-Sandwich. Ist okay. Es ist halt eine ganz eklige Mischung, ne? Weil man muss ja alles zusammen essen, ist das Problem. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Man darf jetzt nicht irgendwie sich so einzelne Sachen rausnehmen. Es muss lecker schmecker werden. Also boah. Ja, ich mach's jetzt kurz. Ich nehme trotzdem das hier mit Haferflocken und Sandwich und so weiter, aber ich habe keinen Bock auf Süßigkeiten. Mutig, ne? Ja, das ist mutig, aber ich habe keinen Bock auf Süßigkeiten. Wirklich gar keinen Bock. Also ich habe einen Einkaufszettel, der ist schnell vorüber. Das ist einfach nur gut und günstig Basmati Reis. Ja, gibt einfach nur Reis, trockenen Reis. Also ohne nichts. Trockenen Reis hätte ich jetzt kein Problem, den zu essen. Aber ich gucke erstmal, was auf dem anderen steht. Da hat jemand, der Einkäufer oder die Einkäuferin hat sich gedacht, man braucht eigentlich nichts außer Reis. Boah, das fängt hier nicht gut an. Ja, lies mal vor. Bio-Eier, also die esse ich nicht aus Prinzip. Okay, ja, die streichen wir raus. Wegen vegan, die werden gestrichen, die kaufen wir nicht. Dann Clementine, finde ich gut. Okay. Banane. Gut. Y-Food, Trinkmahlzeit. Okay. Dann Paprika. Gut. Da hat jemand auch gesund gelebt. Ein richtiger Strebe-Einkauf. Nicht eine ungesunde Sache. Was das ist, weiß ich nicht. Da steht A-Stars ISO 0,5 Liter. ISO ist ja so ein ISO-Drink. So ein bisschen nach Zitrone. Der ist ja geil. Okay, dann. Will ich haben. Okay, wenn du weißt. Ich will den haben. Nein, wenn du weißt, was das ist, dann kannst du mir das dann zeigen. Ja, mach ich. Dann Wattestäbchen. Ja, musst du essen. Also Nachbepackung wahrscheinlich. Nivea Pflegedusche, das muss ich nicht essen. Musst du halt trinken, tut mir leid, kann man nichts machen. Ist die Challenge halt so, ne? Bedderscheiben. Bedder ist hoffentlich dieser vegane Käse. Ist auf jeden Fall Käse, ich weiß nicht welcher. Eine vegane Käse. Ja, veganen Käse, da kommen wir dran. Und dann A-Stars Oat Cake. Keine Ahnung, was das ist, aber vielleicht finden wir es ja. Ja, Kuchen finden wir schon. Ja. Ja, okay, ich würde sagen, sollen wir einfach mal losgehen? Wir gehen jetzt shoppen. Also ich entscheide mich für den hier. Ich will nicht jetzt puren Reis essen. Ich glaube, da bin ich nach 2 Löffeln fertig. So lecker. Aber hier sind eigentlich ganz nette Sachen drauf. Bananen, Paprika. Und du hast auf jeden Fall mehr Glück, weil so Paprika und so weiter. Pflegedusche. Ja. kannst du auch mal gut gebrauchen. Nein, Spaß natürlich. Aber jetzt hat er so kurz Angst gehabt, einfach kurz Gefühle verletzt. Ja, ich dann ja kurz Video abgebrochen. Du so, ja, dann ist doch dein Kram dann alleine. Remoulade mit deinen Haferflocken alleine. Ich geh jetzt meinen Vollkornreis holen. Schmeckt eh besser als deins. Nee, da steht Basmati. Achso, Basmati-Reis. So, let's go. Let's go. Shoppeling, ich hab Hunger. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Hm? Wer? Also ich frage mich wirklich, wer, und falls die Person das guckt, melde dich bitte. Wer kauft also deine Joghurt, Remoulade, deine Kombi ist schlimm, ne? Haferflocken, Tomatensaft, Toast, das ist meins. Das ist das einzige Gute, was ich habe. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir das gekauft haben. Und Taschentücher. Ja, ist eine wilde Kombination, muss ich sagen. Ja, und du, Also bei mir ist halt das. Ja. Dann haben wir dieses isotonische Getränk, da meinte René, das ist das wohl. Dann haben wir das gekauft, dann habe ich drauf geguckt und da ist was drin, was ich leider nicht trinken kann. Blöd. Deshalb musst du das leider ausprobieren. Da muss ich das wohl wir trinken. Wir haben sogar den Oatcake gefunden. Du hast hier ja was zu trinken, keine Sorge. Wir haben sogar den Oatcake gefunden, nachdem wir 3 Mitarbeiter gefragt haben im Marktkauf. Das ist das Teil hier. Das ist auch, kann ich mal sehen? Ja. Ich habe das auch noch nie gesehen. Das sieht so aus, als würde es einfach nach Mehl schmecken. Zusammen ein bisschen verfeinert hier mit, das stand ja auch auf deiner Liste, Wattestäbchen. Ja, lecker, schmecker. Köstlich, möchtlich. Das gefällt mir. Dann haben wir hier Bananen, Paprika und Bedderkäse. Käse. Ja gut, dann würde ich sagen, dann mixen wir uns mal ein Festmahl. Festmahl. Also, ich weiß ja gar nicht, womit ich anfangen soll. Wir fangen an hier mit... Also ich fange an mit dem ersten Gang, Wattestäbchen. Ich fange direkt mit dem Hauptmenü an. Bei mir gibt es keine Vorspeise, bei mir gibt es nur eine ganz große Hauptspeise. Und das Sandwich, das wird sich gewaschen haben. Hast du das wirklich in den Mund hast du das wirklich angelüllert jetzt? Ja. Also.
Ich habe noch nie gesehen, dass jemand seine Paprika so isst wie so ein Apfel einfach. So, zum Wohl. Oh. Nein, die Remoulade, nein. Genau nicht getroffen. Die ist geflüchtet. Ja. Und wie schmeckt dein Apfel so? Du, du, so. Ich habe keinen richtigen Schmeckstab. Ich lach doch nicht. Ich bin neidisch. Also, das ist nicht mal gelogen, ich bin wirklich neidisch, weil ich halt weiß, was gleich auf mich warten wird, ne? Nochmal, also, was ist das für eine Kombi? Ja, los, rauf damit. Rauf damit! Rauf damit. So, und der Joghurt, der sieht ja zumindest so aus wie Remu. Boah, mir wird halt schon schlecht umzugucken bei dir. Ja, mir auch. Ich probiere jetzt mal das hier. Du, das musst du mir nicht sagen. Boah, ist das ekelig. So, ich glaube, ich habe jetzt alles da durcheinander gemixt. Ich zeig das auch. Ich war schon so beschäftigt mit meinem Essen. Darf ich mal riechen? Ich werde noch Pappe. Riecht doch so. So, ich zeig jetzt einmal ganz kurz mein Festmahl. Wir haben hier Toast, Remoulade, Joghurt und Haferflocken. Also vier Sachen, die einfach überhaupt nicht zusammenpassen. Sieht echt ein bisschen widerlich aus. Das wird auch widerlich sein, hundertprozentig. So, dann beißen wir mal rein. Ja, okay, schmeckt ja, gut. Wow. Ja, okay, schmeckt gut. Nein. Mann! Hier willst du zum Runterspülen? Nein, will ich nicht! Nein, hör auf und beiß in deine Paprika, ey! Bah, hör mir auf, wirklich! Bah! Boah, also ich kann aber das hier auch nicht weiter essen, ne? Also das schmeckt wie Pappe. Ja, das hat einen großen Bissen geschafft. Es schmeckt wie Pappe! Schmeckt nicht. So, dann probiere ich mal das hier. Lecker, schmecker. Also mir geht's gut. Danke, das freut mich. So, jetzt gibt's was zu trinken. Also ich hoffe mal, dass die Person, die meinen Einkauf hatte, nicht das so gegessen hat, wie ich schon alles zusammengemixt hat, sondern so morgens Haferflocken, mittags so. Einfach nur Toast ohne alles. Toast mit Remoulade. Du Toast. Musst auch jetzt hier mal noch hin. Ja, ja. Ich wollte ein bisschen labern, damit ich da drum herum komme. Ich weiß, du versuchst es. Und halt abends noch einen Joghurt. Reicht. Reicht auch nicht aus. Also ich mache jetzt auch mal das Ekligste, was ich ja glaube ich hier kombinieren kann, ist ja Banane mit Käse. Wow, richtig. Schlimmer geht's ja nicht. Ja. Bah, bah! Boah, ich fühle total mit dir. Ey. Weil das ist echt ekelhaft. Ich habe jetzt echt lange keinen Saft mehr getrunken, ne? Ja. Und jetzt weiß ich auch wieder warum. Ich habe lange keinen Saft mehr getrunken, kein Gemüsesaft, meinst du? Generell, ich mag ja generell keine Säfte so gerne. Also auch. Ach, echt nicht? Auch so Fruchtsäfte nicht? Nö. Ach krass, das also, weiß ich gar nicht. Auch so Apfelsaft oder Multivitamin, also ist in Ordnung, ne? Ja. Ist jetzt nicht schlecht. Aber mag ich jetzt auch nicht so gerne. Aber das Ding hier. Ach, das schmeckt auch. Sieht einfach aus wie so, so wie so eine Frühlingsrolle. Schmeckt gut. Aber mein Einkauf ist im Gegensatz zu dem vom René. Vom René da drüben. Boah, ich bin jetzt gerade auch gar nicht in der Stimmung, irgendwie noch zu lachen oder lustig zu sein. Ich will hier weg, ich will aufhören, ich will nach Hause. Schneid das mal ab. Willst du ein Stück? Nee, aber gib das mal irgendjemandem zum Kosten. Donny. Nee, ist nicht vegan. Ach so, schade. Eva. Ja, die kriegt das. Eva. Die kriegt das. Dann wird meine Laune direkt wieder besser bei der Vorstellung, dass eine andere Person das kriegt. Boah. Also bis auf das Duschgel, finde ich, ist alles einzeln sehr lecker. Also bis auf Duschgel und Wattestäbchen. Sorry, die Wattestäbchen schmecken auch nicht. Und das hier ist... Schmeckt echt nach Pappe. Also wirklich jetzt. Das hätte ich dir auch vorher sagen können, bei dem Ding, so wie das aussieht. Ich mache auch ein ganz kurzes Fazit. Ich habe mir noch mal so ein bisschen ein paar Gedanken gemacht, wie ich das hier so alles bewerte. Ich hatte jetzt auch genug Gelegenheit, hier alles so ein bisschen zu essen. Und ich muss sagen, also mein Fazit ist, wir machen diese Challenge auf gar keinen Fall nochmal. Nee, jetzt machen wir ihn wieder. Habe ich auch schon festgestellt. Und Leute, bitte schreibt auch nicht in die Kommentare, dass wir das nochmal machen sollen. Doch, aber bitte. Jemand anderes. Ja, 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 das gerne, sehr, sehr gerne. Ich glaube, also ich sehe da Claudio und Kati vor allem bei der Challenge schon mal, oder? Mhm. Sehr gut. Und Ellie sehe ich da auch. Ich sehe da eigentlich alle außer uns nochmal. Also, Leute, schreibt gerne in die Kommentare und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir gehen jetzt Eva nochmal für dann. Ach ja, stimmt. Hast du schon vergessen, ne? Du bist auch schon wieder raus aus dem Video. Ja. Bis gleich. So, wir sind unterwegs zu Eva. Ja, wir haben ein Geschenk dabei. Ha,
Hallöchen, Eva! Hi! Du sitzt da und häkelst? Ich häkle, ja. Die ist Eva gleich häkelt. Fertig. Okay, wir versorgen dich mit Essen. Ist gut. Genau, du brauchst nämlich eine Stärkung beim Häkeln. Und da trifft es sich gut, dass wir gerade eine Challenge gemacht haben, nämlich die Challenge, wo man das leckerste Sandwich der Welt kreieren muss. Und da habe ich natürlich gewonnen. Deswegen würde ich sagen, meine Kreation bringen wir jetzt unter die Leute. Ich weiß, man sagt, das Auge isst mit. Das ist jetzt hier nicht so ganz der Fall, aber im Inneren ist es sehr, sehr lecker. Was ist denn das Braune? Das ist auch nur Sandwich. Und aber was ist das bisschen, Braune da drauf? Das ist so ein bisschen, ja, da sind so Salat ist Gold, und das ist Tomaten Blattgold. Und genau, Blattgold ist auch dabei und ein bisschen Aufstrich. Ich glaube, ich passe da. Möchtest du nicht das leckerste Sandwich der Welt? Nee, das sieht irgendwie... Ich weiß, das sieht jetzt nicht so lecker aus, aber es ist lecker. Das Problem ist, ich bin so ein bisschen geruchsempfindlich und das riecht nach Remoulade und ich sehe da Schokolade. Das ist jetzt aber ein blöder Zufall. Also es los, riecht... Tschüss, Eva! Sie hat uns gebastet! Lauf! Ja, also Eva konnte Madame jetzt nicht pranken. Wir müssen ein neues Opfer finden. Ja, Claudius, irgendjemand wird damit noch geprankt. Claudius ist leider nicht da, Kat ist auch nicht da, Ellie ist schon weg. Dann packen wir es in den Kühlschrank und dann wird Claudio geprankt, wenn er wieder da ist. Ja, das klingt gut. Okay, Leute, wenn ihr sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns beim Dingsbums nächsten Mal. Ciao!